Moin ihr Lieben, schön. Das war ja wohl ein guter Versuch. Wir suchen den Gewinner. Oh, das war ja wohl ganz so. Wie heißt er nochmal? Alter, heute ist echt der Wurm drin. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid, mitten aus Hamburg. Heute gibt es das epische Duell Döner gegen Dürüm und zwar nicht irgendwer, sondern Endgegner. Ich sag es euch, Batman Dürüm, wo sie alles selber machen und das, ihr werdet sehen nachher, der Crepe-Teig, sag ich mal. Die machen so einen Dürüm-Teig aus, das ist wie Crepe auf der Platte gemacht. Wirklich heftig. Gegen Kotolan. Und das ist nicht irgendjemand, er ist inzwischen fast in jedem YouTube-Video vorhanden. Kleiner, unscheinbarer Laden, aber alles selber gemacht. Lammspieß, Brot, alles von Hand, Handarbeit. Und ihr könnt wie immer auch gerne kommentieren, wo ich noch hinfahren soll. Gerne erstmal auch in der Nähe, Hamburg, Bremen, irgendwas hier in der Richtung. Bremen habe ich auch schon mal einen Laden. Und wir haben da auch was Neues. Also wenn ihr reinschreibt und Bock habt, auch mitzumachen. Also ihr könnt auch so natürlich reinschreiben, bitte gerne, alleine für den Algorithmus. Aber wenn ihr Bock habt mitzumachen, ich schreibe euch rein, ich schreibe euch danach an. Ihr könnt mir per E-Mail schreiben und ihr könnt mit in das Video rein. Das ist so ein neues Format, dann noch ein paar Worte von euch. Ja, und ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Wir gehen jetzt los. Es geht bei Batman. Starten wir das Ganze. So, gerade an der Schanze vorbei gedüst, das ist mir eingefallen. Das ist nicht die einzige Frage, die wir zu klären haben. Also nicht nur Döner vs. Dürüm, was gewinnt, sondern auch immer noch, was ist der beste Döner Deutschlands? Und da fließt natürlich der Döner Kotolan von heute, fließt da auch mit ein. Wir haben bisher den Alaturka-Döner mit 8,9 ist bisher Platz 1. Platz 2 war Mustafa mit 8,5. Und wir schauen, eventuell haben wir heute den neuen besten Döner Deutschlands am Start. So, pass auf, Leute, wir sind angekommen bei Batman. Batman ist wirklich absoluter Geheimtipp. Also nicht mehr Geheimtipp, das ist schon Schwachsinn. Sogar außerhalb von Hamburg weiß jemand, Batman ist heftig. Ich habe hier sogar den Chef am Start. Grüß dich. Moin. Moin, moin. Ja, und Batman, hier müsst ihr euch vorstellen, wir haben jetzt 10 Minuten früher aufgemacht. Hier ist immer dicke Schlange, die macht alles selber, Spieß selber, Brot selber, frisch. Das ist wie Crepe-Teig ist das. Ja, und er hat mir eben schon erzählt. In der Mitte der 90er haben wir mit 4 Tischen und 5 Sitzplätzen angefangen. Und jetzt sind wir bei, glaube ich, 170 Sitzplätzen. Okay, krass. Krass, also die Leute nehmen das an, die Leute merken, es schmeckt einfach heftig und die kommen wieder. Die kommen wieder, ja. Okay, geil. Dann wollen wir mal rein und wir filmen ein bisschen was ab. Jetzt geht's hier rund, Leute. Wir werden jetzt erstmal die Spieße und der ganze Kram gezeigt. Wir gucken mal, wie das aussieht. Also hier werden frisch die Brote jetzt vorbereitet, ne? Also das ist das, wo ihr... Das sind unsere Teiglinge. Mh, das sind die Teiglinge. Die macht ihr denn auf diese... Crepe-Platten sind das eigentlich. Crepe-Platten, genau, okay. Also pass mal auf. Die machen hier, legen sie erstmal dieses Teigbällchen darauf. Das kommt auf so eine Vorplatte. Dann kommt sie hier auf die Platte rauf. Zack. Also, das sind die Spieße. Normalerweise haben wir ja alle Spieße voll. Ne? Also ja. Hier, da, immer 15 Kilo Spieße. Okay. Da auch. Und dann wechseln eher so am Tag, glaube ich, sogar. Dreimal am Tag haben wir sogar gewechselt. Also. Ja, okay. Also okay. Insgesamt 9 Hähnchenspieße und 2x Kalbspieße. Boah, also richtig. Weißt du so im Schnitt, wie viel ihr also am Tag verkauft? Vor Corona war das schon eine halbe Tonne. Was für Soßen habt ihr? Wir haben Knobi, also Tzatziki und Cocktailsoße. Okay. Bisschen, ne? Mhm, genau. Machen Spezial für dich. Oh, das riecht schon so krass. Das riecht schon so Tzatziki gut. Tzatziki Cocktail oder Barbecue? Ich nehme, dann nehme ich Tzatziki nur. Tzatziki. Ja. Scharf? Ne, ohne scharf. Ohne scharf. Salz? Ja, nehme ich noch auf. Mhm. Normale 4,50. Also ihr seht, heftiger Preis. Das Fleisch eben, muss ich sagen, hat schon so krass gerochen. Also ich bin übertrieben begeistert. Mal gucken, was das bringt.
4,50, auch krasser Preis. Also für den dicken Brocken, man kann es vielleicht auf der Kamera nicht hundertprozentig sehen, aber heftig. Steinarm 58, Leute, merkt euch das. Ihr werdet zum Schluss mein Urteil kriegen. Ich werde jetzt erstmal verköstigen. So, guten Appetit, ne? Danke, danke. So, erster Bissen jetzt, Leute. Ich habe jemanden gefunden, der mich filmt. Also ihr merkt erstmal ganz, erster Eindruck, Leute. Dieses Brot kriegt ihr ganz genau nur in diesem Laden. Da merkst du sofort, auch wenn ihr irgendwo Dürüm habt, das ist so Crepe-Style. Habe ich nirgendwo anders so gegessen und wird es auch nirgendwo anders so geben. Selbst wenn ihr mal so ein Crepe-Dings macht, nicht mit diesem Rezept, also schon mal. So, also ihr kennt es, Leute, Bewertung, Komplettbewertung immer am Schluss des Videos. Jetzt erstmal die Fakten zu dem Dürüm. Also, man muss Folgendes sagen. Wir suchen das Außergewöhnliche, das, was es wirklich nirgendwo anders gibt, und das hat dieser Dürüm. Dieses Brot, wie ein Crepe gemacht, das hast du nirgendwo anders, und das ist schon mal heftig. Diesen Dürüm, oder beziehungsweise auch der Spieß, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Der ist erstmal knusprig, kross, wirklich auf den Punkt, diese Gewürze, die da drin sind. Ich weiß nicht, ob es Paprika ist, da ist ein bisschen Schärfe drin. Der Fettgehalt in diesem Spieß, wo das Fett einfach nur so runterläuft, das, was man da drin braucht, glaub mir, der Fettgehalt, das ist so wichtig. Das ist einfach, was dieses Ding auf den Punkt bringt. Ich sag nur, das ist eine heftige Leistung. Ich bin gespannt in der Komplettbewertung, wie es zum Schluss ausgeht. Wir fahren jetzt zur nächsten Station. Das erstmal in erster Linie zu dem Dürüm. Natürlich Salat, alles frisch. Tzatziki, super. Der hat mich umgehauen, kann ich jetzt schon mal sagen. So, wir sind jetzt bei Kurtulan angekommen. Er sieht von außen schon unscheinbar aus. Hat's aber in sich. Also wenn ihr in Hamburg fragt, die sich auskennen, selbstgemachter Döner, alles selber gemacht. Der Döner, der knallt, Kurtulan auf jeden Fall auf jedem Zettel mit dabei. Sagt man das so, Zettel? Ist auch egal. Aber wir gehen jetzt erstmal rein. So, hi mein Lieber, grüß dich. Moin. Ja, dir geht's gut, ja? Hallo. Das freut mich. Wie lange hast du den Laden hier schon? Sag mal eben schnell. Wir haben seit 19 Jahren den Laden. Ja, 19 Jahren. Und er läuft wahrscheinlich, ne? Ganz genau. Und nur eine Sache bieten wir an, und das ist Döner. Okay, und was macht euren Döner so geil? Warum schmeckt er besser unter Umständen als woanders? Das hier ist eine andere Liga. Okay. In dem Sinne, alles ist Hausprodukt. Okay, geil. Geil. Das heißt Fleisch, Hausprodukt, Brot auch? Brot auch? Brot, Soßen, alles Mögliche. Okay, also nichts irgendwie von der Stange. Das, was man hier isst, kriegt man nur hier, nirgendwo anders. Ganz genau. Ich suche ja den besten Döner Deutschlands übrigens. Und ich bin gespannt, ob du heute vielleicht sogar davon brauchst. Oder aber er ist vielversprechend. Also das hier ist eine Döner. Okay. Den Rest kenne ich nicht. Ich bin gespannt, wir werden gleich schauen. Ich muss sagen, das ist ein Döner, den gibt es nirgendwo anders. Also das sieht man am Fleisch direkt. Es ist selbstgemacht, guckt euch das an. Also ihr dürft hier nicht mit Hunger hingehen, weil dann fangt ihr an zu sammeln. Das sage ich euch jetzt schon mal. Oh, perfekt. Einmal rein. Ja. Boah, das braucht ihr halt. Ordentlich Fleisch. Dann ein bisschen Avocado. Ein bisschen Avocado. Ja. Petersilie. Grüne Paprika. Tomaten, Dill ist dabei. Und guckt euch die Tomaten an, Leute, schön mit Petersilie. Guckt euch das gleich im Döner an, das macht gleich von der Optik, macht das gleich viel mehr her. Das sieht gleich aus wie ein Kräutergarten und so muss das sein. Die sind nicht scharf, sondern pikant. Alles klar, da ihr die so mit runter zieht. Ganz genau. Essen ist fertig. Also guckt euch das an. Brachial groß, wirklich. Also das ist ein übelster Kracher. Menge vom Fleisch, heftig. Generell die Größe. Also das wird generell erstmal eine Herkulesaufgabe, das zu essen. Aber ich werde mich jetzt erstmal ranwagen. Dafür bis gleich. Guckt euch das an. Mega idyllisch. Mitten in Altona habe ich mir zusammengebastelt. Hier stelle ich jetzt die Kamera drauf und es wird die Bewertung geben. So Leute, für mich an der Stelle die Bewertung. Ich muss nur sagen, es wird wirklich schwer, sich irgendwie noch vorzubewegen. Weil alles in diesem Bereich, von diesem Essen heute und auch aller Turka in Stuttgart, das ist schwer, da irgendwie noch was Besseres zu geben. Es ist fast ungerecht, muss ich sagen. Alleine heute die Bewertung zu geben zwischen diesem Dürüm und diesem Döner oder einen besseren zu finden, ist für mich, das tat mir weh. Und meine Denkweise war wirklich im letzten Moment jetzt nochmal, was kann man überhaupt besser machen? Anders kannst du bei diesen Dingern nicht mehr denken. Ich gebe jetzt erstmal für den Dürüm die Note. Perfektes Fleisch, wirklich. Dieses Brot, himmlisch, von einer anderen Welt, sage ich euch so, wie es ist. Ich weiß nicht, was man
großartig noch besser machen kann. Ich kann es euch nicht sagen, ich gebe eine 8,9 für diesen Dürüm. Er war wirklich babamäßig. Damit zieht er im Ranking, jetzt wenn man es rein mit dem Döner vergleicht, mit alle Türke gleich, ich sehe da nichts besser, nichts schlechter. Der Döner für mich, Leute. Dieses Fleisch, ihr müsst es so sehen, es ist Lamm erstmal, Lamm. Man muss Lamm mögen, sonst könnt ihr es vergessen, natürlich. Dienstag, Donnerstag ist der Lamm, anderen Tag übrigens Kalb, da werde ich auch noch mal hin. Ich muss dieses Fleisch erstmal erwähnen. Weil dieses Fleisch für mich einfach, es ist einfach was Außergewöhnliches. Weil ihr habt in diesem Fleisch, ihr merkt die Textur. Es ist nicht wie so ein Standarddöner, wo ihr reinbeißt und es ist einfach irgendwie Fleisch. Sondern es kommt vor, es war Lammkeule, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ihr merkt richtig, wie ihr in diese Keule reinbeißt. Ihr habt das, selbst wenn da mal eine kleine Sehne zwischen ist, irgendwas, aber ihr habt das Gefühl, ihr beißt in eine Keule rein. In eine Keule, habt das im Dönerbrot verpackt. Perfekten Salat. Salat frisch, kann man nichts besser machen. Soße perfekt. Diese Kräuter noch da drin mag ich auch immer sehr gerne. Brot knackig, frisch, außen noch dieser Sesam dran. Das war für mich einfach was Außergewöhnliches. Ich weiß, à la Turca war auch der Oberhammer, kann man nicht anders sagen. Aber ich gebe trotzdem diesen Döner sogar noch eine 0,1 Punkt mehr. Wir sind also bei 9 Punkten für diesen Döner. Für mich ist es bisher der beste Döner Deutschlands, kann man nicht anders sagen. Er ist jetzt im direkten Dönervergleich für den besten Döner Deutschlands. Also auf Platz 1 vor à la Turca im Dürüm-Dönervergleich hat er knapp gewonnen. Also in beiden Vergleichen, die wir jetzt heute durchgeführt haben, Platz 1 ist Kurtulan. Wir haben also einen neuen besten Döner Deutschlands bisher. Haut es mir in die Kommentare, wo ich hin soll. Am besten ist erstmal hier in dieser Umgebung. Wir müssen erstmal hier alles abchecken. Auch Hamburg hat bestimmt noch was Babamäßiges drin. Auch Dürüm. Wenn ich Dürüm weiter abchecken soll, haut es rein. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, ballert es in die Kommentare. Ja, und vergesst meinen Daumen oben nicht. Vergesst das Abo nicht. Glocke an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute.